Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Earth Revival. Dritter Teil. Hä? Eventtest startet? Gut. Also ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut. Wir haben die Base ein bisschen... Ist die Base kaputt worden? Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die reparieren kann. Mein Problem. Ich muss mich selbst ein bisschen ausstatten. Ich brauche die Message Box. Mit Z kann man ja mit der Maus da rumtun. Furniture. Ich würde gerne mal hier zumachen. Ich habe hier irgendwie die Wand offen. Und wenn ich hier B drücke, dann fehlt mir also laut dem Teil da mal so, fehlt mir die Resource hier. 5 Holz. Die werde ich mir jetzt mal besorgen. Ich schau nochmal, ob ich hier was habe. Habe ich Holz auch? Hat jetzt irgendwie was? Wie nochmal? Warte, achso. Das sagt, ich hab Wut. Der Rice Samples braucht. Ach so. Types of the. What the fell trees. Chase by Trading Center, a type of wood widely distributed throughout Howling Gobi. Moment mal, wo ist Howling Gobi? Power, mitkommen. Kann ich dich umbenennen? Hast du einen Namen eigentlich? Hat das Ding einen Namen? Recall. Ah ja, hier, Katscha. Ich will dich umbenennen. Okay, also heißt jetzt offiziell Wawa. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel nicht schlecht. Es ist aber nach wie vor chaotisch. Also man weiß es nicht wirklich genau, was man jetzt wo wann machen soll. Ich schätze mal, ich muss jetzt hierher. Toll, das heißt, ich muss so Level 20? Also wenn ich die Bäume da fälle, das wird wahrscheinlich nicht das rausgeben, was ich brauche, vermutlicherweise. Na. Aber ich schau mal. Ja. Zelda, vielleicht reicht ja nur Holzgrün zu haben und das ist so ein Überbegriff für alle Holzsorten. Schauen wir mal. Wenn nicht, sind wir jetzt schon so weit, dass wir nichts was anderes tun können. Problem ist, dass er mir das jetzt nicht. Na gut. Geht nicht, wir müssen leveln. Aber das geht ja schon halbwegs schnell. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Wir haben hier Charge. Der Charge, soweit ich das weiß, ja eh alles. Ist nach wie vor ein bisschen verwirrend. Ich glaube, die Durability ist ja das Charging Time. Zeig. Das ist der Power Generator, ja, okay. Das ist für Furniture, also für Möbel. Hier. Ein Backpack. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Okay, kurz mal. Das finde ich cool, dass das gecraftet werden kann, dass er das sagt. Ich muss mir da kurz mal reinlesen. Wir werden jetzt ein bisschen brainstorming mit rein, was der uns erzählt hat. Wir haben hier die Ausrüstung beim Charakter. Das ist okay. Backpack trage ich keinen. Den werden wir jetzt herstellen. Survival. Hier ist zum Beispiel ein... Hier kann ein Rod rein. Okay, Heating oder nicht, haben wir nicht. Das ist ein Mask.
Okay, für Survival Zones. Auch für Zones. Passt. Die hier ist a portable battery. Common batteries which can provide a certain amount of power are a necessity for every survivor. Kann ich mit dem dann meine Waffen laden? Oder solange die okay ist, die Batterie voll ist? Ah, warte mal. Ah ja. Ich habe jetzt Sachen verloren, die ich jetzt mit jedem Mal verwenden, nachladen. Und wenn ich dann chargen gehe. Full of energy! Okay, also das haben wir behirnt. Gut. Das funktioniert mal so. Hierher. Backpack. Craft nochmal. Das ist jetzt das Witzige. So, wenn ich jetzt den Backpack mache. Dann ist er da in der Queue, in der Warteschlange. So, der liegt jetzt ja eigentlich hier. Den kann ich mitnehmen, da equipt man auch gleich. So. Ja, einmal hier. Ah, gleich mal mehr Platz, aber der bringt nicht wirklich viel, gell? Plus 6, ja, das schaut gut aus. HP bringt er auch, okay. Ja gut, wir kennen uns ja schon so ein bisschen aus. Langsam kriegen wir ein bisschen einen Überblick. Wir craften hier Sachen. Hä? Wir craften hier Sachen. Ja. Und werden dann mit denen uns verbessern und brauchen halt Mats dafür. Gut. Die habe ich schon hergestellt. Aha. Unter 20. Level 30er Waffen. Level 20er Waffen. Unter 20. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Waffe überhaupt brauche. Was ist das? Was kann das? Wisst ihr, das Coole wäre, wenn man wirklich jetzt wüssten, was da ohne ich eine. Ja, kann ich meine umbauen? Ach so. Die wird episch beim Herstellen dann. Ja, stimmt, da war was. Diese Advanced Materials habe ich jetzt. Dann hauen wir mal einen rein. Sniper Rifle. Cool. Machine Gun. Craft. Sehr gut. Schaut gut aus. Schaut wirklich gut aus. So, jetzt müssen wir farmen gehen wieder. Schauen wir uns einfach noch um. Wir haben hier ein Backpack. Da gibt es wahrscheinlich dann auch einen noch größeren Backpack, den wir jetzt noch nicht haben können. Mal. Was mein Problem ist? Nämlich eigentlich die Tatsache, wollen wir replacen. Ja. Mein Problem ist nämlich eigentlich jetzt so das eine. Was hat das Ding Stats? Sehe ich das hier? Ah, da oben. Schön, dass man das sonst nicht sieht.
12 HP, 29 Shield, 15 Defense. 12, 29, 15 Defense. Okay. Ich glaube, da können wir alles mal craften. Das ist schon mal wurscht, glaube ich, was wir da machen. So, was brauchen wir dafür? Viermal die Lens. Assembling Scope. Die habe ich vorgefunden. Die werden wir sich jetzt holen. Blau, mit dem kann man es episch machen. Upgraden. Nein, geh weg. Die Aluminium Battery mit 50 Energie, okay. Gas Mask. Nuklear Lithium Battery. Der hackt gleich mal alles raus wieder. Okay. Würde ich mal sagen, wir starten jetzt eine Mission. Place a repair bench to the cabin. Das müssen wir noch geschwind reparieren, ja, das stimmt. Okay, ja, wo krieg ich jetzt die Airbench? Das war Cooking, das war Ding. Zählt das hier? Ah. Repair Bench. Cabin. Craft. Charger haben wir, genau, ja. Mailbox haben wir auch. Eine Garage habe ich nicht, ich brauche eine Garage, mein Freund. So, warte mal. So, Repair. So, Repair Bench can be made at the furniture craft bench in the cabin. Scheiße. Das wäre nicht direkt. Can repair or dismantle equipment. Okay, das ist schon mal gut. Backpack Crafting haben wir betrieben. Claim Reward. So, stellen wir das mal auf. Müsste da jetzt wo sein. Kann den Scheiß da rein? Kann ich das nicht stellen, oder? Nie. Frag mich, für was ich das da drin habe. Aber ich anscheinend könnte das andere Zeug wirklich nur da außen hin. Und die Repair Bank, stellen wir die dazwischen mal. Geht die da rein? So, passt. Passt ja gut, ne? Ja, passt. Stellen wir da hin. Ah, sehr schön. Ich kann den Hund streichen. Ein Bett soll ich machen. Place the bed in the cabin and rest, restore HP. Dann machen wir das. Eine Bett. Was haben wir da? Simple Toilet. Brauche ich nicht. Ich finde das alles überbewertet. Toiletten und so. Aber ein Licht, hier hätte ich gerne auch noch ein Licht. Ein Sofa. Los. Brauche ich mich jetzt aber nicht gleich nehmen. Vielleicht brauche ich die Mats noch für was anderes. Also ich bin ein Schießer immer. So. Bett. Place a toilet. Jetzt mal was essen. Ja, das hat ihm jetzt geschmeckt. 41 Fullness. Wie viel ist denn das? 100 da um die Maximum oder was ist das? Ja, mach. Er hat mir gesagt, dass er den ersetzt.
Aber eigentlich wurscht. Sion! Wenn ich jetzt schlafen gehe? Ich muss es wirklich da, damit der mehr Kondition hat. Okay. Erhol dich. Ich schätze mal, das Erholen geht schneller, wenn... Geht schneller, wenn man ein besseres Bett dann hat oder so. Vermute ich jetzt mal. Gut. Dann sind wir jetzt ausgerastet. Dann stehen wir auf. Was haben wir denn da jetzt noch für... Da gibt es ja noch ein paar. Was anderes. Ah, hier, place a toilet. Ja. Windproof Light Coat. Aber was das Spiel gut macht, ist, es zeigt da wirklich alles an, wo man hin muss. Das ist, muss man schon sagen, das ist relativ gut. Oh. Okay, das heißt, wir gehen mal der kurz mal in die andere Stadt. Suchen uns so ein Zeug. Und dann nehmen wir mal die Hauptquest an. Zuerst möchte ich aber das noch fertig craften alles. So. Das war dann in... Da muss ich hin. Daher geht das schon. Ja. Teleport. Ich habe nämlich da so ein Glumper Drumling gefunden. Erstens kann ich da die Ding killen. Diese Tiere und zweitens mal habe ich Rumling gefunden, diesen Schrott. So, los geht's. Wir wollen ja auch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wo kommt sie? Sag mal. Kann das sein, dass sie noch unsichtbar sind, dass ich aber zu schnell unterwegs war? So, jetzt schauen wir hier. Was ist hier? Das ist ein Punkt. Ah, da. Ja, da krieg ich genau diese Linsen raus. Genau das. 6 Bäume brauche ich auch. Das werden wir hier gleich weitermachen. Gibt es noch ein paar Mist? Der ist auf der Minimap um einzeichnen. Das Witzige an der Sache ist, dass er auf der Minimap zwar einzeichnet ist, aber wenn ich M drücke, ist nicht einzeichnet. Mittlerweile macht das Spiel Spaß. Also wie gesagt, ich kenne mich ja noch nicht wirklich gut aus. Das ist leider auch in Englisch. Leider. Man könnte das, kann man grimmisch halbwegs hin, aber es ist halt leider nicht so. Ich kann was craften, ich kann mich aufladen. Das geht ja anscheinend mit. Geh weg jetzt. Was sind das für Professional Space Woodcutter? Gathering Professionals have a great advantage to gathering resources. Heißt das eigentlich, wenn ich was craft, dass das gültig ist?
Muss ich mir nachher anschauen, ob das jetzt da schneller wird dann oder ob das schneller wird oder ob das oder besser wird die Items. So, hier schauen wir mal. Naja, 49,4. Also das hat schon was. Das ist fürs Nachladen anscheinend wirklich gut. Mein Schild da oben, lädt sich das eigentlich wieder auf? Kriege ich beim Schild was dazu? Theoretisch habe ich das übrigens alles erledigt. Aber ich habe zu viel Licht. Ich brauche noch diese Lenses. Ohne die Lenses kann ich nämlich nicht die Rüstung herstellen. Auf der Minimap sehe ich sogar die Gegner. Das Einzige, was mich stört, ist diese Third Person. Ich hätte das viel lieber in First Person. Muss aber dazu sagen, dass es auch so erträglich ist. Aber irgendwie klebt mir das zu nahe dran. Ein bisschen weiter weg könnte die Kamera sein, finde ich schon. Wäre aber jetzt interessant, wenn ich da schon rumrenne, was das jetzt macht. The AA-certified Geolog is able to collect ores more efficiently and obtain rare products from the... Dann kriege ich mehr Ores raus, oder wie? Genau. Was mehr Waste? Und das? Nein, es geht nur eine. Constructure. Aber wenn man die Waffen eigentlich lieber. Das ist natürlich auch cool. Ja, kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Da war ich letztens, da habe ich das ganze Zeug dann liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr gehabt habe im Inventar. Habe ich denn das jetzt gefunden? Ich habe da vorher. Ah, da. Es gab hier mal ja so dieses Kamerateil. Man kann ja hier wirklich schön noch Screenshots machen. Reset Camera. F, machst du was? Dreht mich. F12, machst du was? Mal irgendwo einen schönen Screenshot machen. Es regnet auch ein bisschen gerade. So, würde ich mal sagen, wir düsen. Ich versuche nur, es gibt so selten in dem Spiel wirklich eine gute Möglichkeit für so ein Foto. Danke, nicht so. Safe? Cool. Das
kann man sich da gleich mal zack, zack. Cool. Ja, wohin? Da. Zack. Merkt es sich jetzt dann dahin? Ja, merkt es sich. Sehr gut. Gut zu wissen, wie das funkt. Fahren wir. Ich muss aber leider sagen, ich muss aber sagen, dass die irgendwie die Framerate ein bisschen einbricht. Wobei ich nicht glaube, dass das jetzt wirklich am PC liegt, sondern eher am Spiel. Aber probieren wir es mal mit DLSS. Sehr gut. Zack. Gut, dann teleportieren wir sich einmal dahin. Was heißt das? Jobwebs are everywhere. This is a breeding ground for mutated bugs who lurk in shadow and wait for their prey to appear. Level 22 Bosse. Mein Problem ist aber, ich das Bug. Ne, wir porten mal zurück. Wir müssen mit deinem Quest jetzt mit dem anderen Typen reden. So. Solve the puzzle, das ist cool. Okay, wir beginnen oben mit diesen Ringe, das ist ungefähr mittig, unten die Schachteln. Wow, S plus 19 Sekunden, das ist gut. Ich nicht. Die will ich jetzt nicht. Das war. Ah, rufen wir mal an. Hello, my name is Maiko. Ich wurde empfohlen. Ja. Was willst du denn wohin ver. Ah, scheißen. Fuck. Ich wollte nur klicken, und jetzt habe ich wieder irgendwas verhunzt. Ja, und wo soll ich jetzt hin? Go to the agreed location. Toll. Was habe ich denn agreed? Ah, da.
Na, Moment mal. Ja, der will, dass ich da hingehe. Warum will er mich teleporten, der Sack? Das ist sehr cool. Alter, ich bin durch den Boden gefallen. Toll. Ich hoffe, ich komme da jetzt raus. Nein. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich geht das, sonst gibt es vielleicht einen Unstuck-Button. Talk to the guys, ja, gleich. Sagst du zu mir? Das Lustige ist, ich kann als Antwort dir nur Goodbye sagen. Könnt ihr bitte check the crate? Dann schauen wir uns die Crate mal an. Schaut das geil aus. Ich muss jetzt hier unbedingt meinen Motorraden-Screenshot machen. Und zwar einfach, weil es cool ausschaut. Machen wir eine 3, ist ja wurscht. Cool. Also für das haben wir schon mal gesorgt. Das haben wir was. Düsen wir. Oh.
Na dann. Würde ich mal sagen, wir teleporten dahin. Toll, der redet schon mit mir nichts, ich noch gar nichts. Lass mal sein. Mit. Das ist alles da eigentlich. Warum genau? Warte, das Problem jetzt. Wenn ich so schieße, verzirkt die Waffen weniger, als wenn ich so schieße. Also nach oben, unten zieht es mehr. Soll so sein. Schau mal, wo wir hin müssen. Oh, Essen. Danke, Wufi. Aber es ist cool, dass man auf der Map oben gleich sieht, wo man hin muss. Ich wollte gerade sagen, seid ihr böse? Netz! Und der hat sich eh nicht bewegt, war ja wurscht. Das ist Maiko. Ah. Jetzt aber. Aha! Sicherheit. So, was pickt man ab? Combat Modul. Hey. So, Maiko, hier. Ich weiß, dass es ein Power Armor ist. Ich hab schon einmal einen gekriegt.
Get stronger, reach level 21. So, kann man da noch irgendwas fladdern, bevor man sich da zur Rüstung bauen gehen? Fladdern nicht wir. Das hier ist aber irgendwie ein saucooler Ort. Ah, geil. Ja, sorry. Ich kann mich da nie zurückhalten. Genug, ja, schauen wir noch kurz. Ja, was kann man da jetzt noch mitnehmen? Da hinten gibt es noch Schrott, da gibt es Kiste. Enemy, eine Mist, du kommst in meine Kiste. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja beginnend, also im Anfangsstadion, aber es hat wirklich gute Ansätze. Fällt mir gut. Ich habe nur das Problem, dass es A, zu verwirrend sein könnte und B, dass es mit diesem Splash-Screen beim Einloggen, blang, 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 was immer da alles kommt, irgendwie an Diablo, an Mobile Games erinnert und das wiederum kommt eine schlechte Erinnerung. Und wenn ich an Mobile Games denke, den PC auch gehen, da habe ich da gerade irgendwie eine schlechte Erinnerung wegen Diablo Immortal. Aber sonst eigentlich ist alles gut. Okay, was haben wir jetzt vor? Was machen wir jetzt eigentlich? Wir werden jetzt nicht. Wäre cool. Schluss. Wir werden jetzt auch Ausrüstung craften gehen. Wir haben uns jetzt hier die Dinger besorgt, diese Linsen. Könnten wir hier noch gleich einmal ein. Was ist denn das da? Stronghold. Waypoint mitnehmen. Könnte man wahrscheinlich, aber irgendwie brauchen wir das, das glaube ich nicht wirklich. Aber wir könnten den da tracken. Track mal den. Kann da eigentlich irgendwas passieren? Also wenn ich mit dem Motorrad von hoch oben abstürze? Activate. Ja, ich würde mal sagen, back to cabin. Und tschüss! Lakeside Island. Das ist eigentlich das Ganze da mein Ding, ne? Aber es fängt zu. Wer ist das da drüben, verdammt? Oder ist das nur ein Vorzeigehaus? Gehen wir mal was craften, geschwind. Per? Oh. So cool. Dismantle. Wäre die da, ne? Dismantle die mal. Ja, mach. Okay, gut. Das ist mir auskennen. So. Jetzt machen wir mal das. Wir sollen ja so ein Teil herstellen da. Einfach mal, schadet ja nichts.
Ja, ich will, weiß nicht, ob sich das auszahlt mit einem von denen. Nee, das. Nee, machen wir nicht. Nö, machen wir nicht. Oh. Au. 15, 35, 18. Nö, das glaube ich nicht, dass sich jetzt rentiert. Da bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt funktioniert. Quick Claim Equip. Müsste eigentlich statmäßig ja voll in die Höhe schießen. Tails, Stats, Skill, HP. Weiß ich so. HP 389. Oh. Okay, und Shield 120. Mehr Shield, alles sehr gut. Gefällt mir. So gut, dann warten wir das noch ab. Dann sind wir schon mal besser ausgestattet. Auf jeden Fall more life, mehr HP, also und mehr Dinge ist schon mal gut. Dann eine Melee Weapon. Oh ja, nicht. Muss jetzt leveln. Equipment auch. Das wird uns viel braucht damit, weil wir hatten sowas noch gar nicht eigentlich. Ah. Also ich kann das nicht modifizieren. Oh, Attack and Damage Amplifier 0. Also ich kann das die Waffen auch noch mal umbauen. Ist cool. Quick Claim Equip. So, jetzt habe ich das alles angelegt. Eigentlich bin ich jetzt hier gut dabei, aber da gibt es jetzt schon so viele Sachen, wie das ich klicken kann. Was haben wir denn hier? Daily Sign-In. Hier. Claim. Retrieve Supplies and Disassemble 20 Wastes. Okay. Achso, die habe ich schon abgeholt. Das war schon. Das ist mein Fehler. Habe ich schon. So, was haben wir denn da noch? Drei von vier Quests. You. Kann ich von. Boah, kann ich da einfach so. Cool. Alle ready to go. Da habe ich gerade alles gemacht. So. Das ist ein Guild-Ding, es geht nicht, weil ich glaube ich jetzt, ich weiß nicht.
feel hungry, get some food. Oh, was das Wasser auch bringt. Bottled water. Das ist schon mal praktisch. Nimm das mal. Das war alles? Eine ganze Flasche Wasser? Oder war das nur ein Schluck? Ernsthaft, das war wirklich nicht viel. Na, nimm mal die. So, ich vermute mal, wir müssen jetzt dann eh pennen gehen. Mal wieder zurück. Ich finde das mit Teleporten aber so cool, dass du eigentlich irgendwie kein Ladescreen hast in dem Sinne. Gut, würde ich mal sagen, machen wir uns noch unser Klo und dann mal Schluss für heute. Aha, Simple Toilet, bauen wir die mal. Ja, können wir das auch sehen. Wir sind ja nicht so. Also schlecht gemacht ist das ja eigentlich wirklich nicht. Also mittlerweile wirklich. Ich glaube schon langsam, dass je länger ich das spiele, desto mehr irgendwie kommt mir vor, wie wenn das was werden könnte. Fuck. Ich habe jetzt viel hergestellt. Oh, Moment. Moment. Alles zurück. Muss man ja abholen. Einerseits ja gut, dass man es claimen kann. Dass man es nicht immer im Inventar rumliegen hat. Andererseits schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist auch deppert mitten da im Heisel her, aber was soll ich denn machen? Sag mir bitte, kann ich dich benutzen? Use. das Coole ist, weißt du, wenn sich die Hose aussieht und verpixelt, wäre es ja auch okay. Alter, filth and drink. So, wie heißt das jetzt genau? Filter. Filter bottles can be crafted. The quick craft page. Habe ich Filter bottles? Flame reward. Oh, ein Sessel gekriegt. Flame reward. Claim reward. Reward. So, jetzt kommt wieder das von letztens. Was ist der Quick Craft Gach? Wo ist das jetzt so wieder? Das? Boah, ist das schwer, sich alles zu merken, wirklich. Shot. Ach, da, ja, richtig. Okay. Feuer.
Einmal kurz pennen gehen. Beziehungsweise kann ich im Pennen craften? Ja, das ist natürlich irgendwie komisch, aber cool wäre schon. Okay, dann noch Fliegen am Sack. Ich würde wirklich gern mal das. Kann ich nicht. Ey, das ist nervend. Moment mal kurz. Da war ja gerade was. Wann das ist. Hier, Craft. Kann ich das bei 3 usen? Ah, hier. Na, geht schon. So. Müssen wir jetzt noch was filtern? Weiß ich auch schon wie. Dann fahren wir so dem Wasser da unten und nehmen das auf. Nein. Ah, da. So, jetzt. Ah, der macht mich fertig mit seiner Quest. Wir haben es geschafft. Ich der nicht rein. Doch, passt da. Jetzt habe ich das wieder gesehen. Da war Durability. Oh, ist schön wie. Brauche ich denn mehr Steine? Das soll das aber klar, dann gehen wir die Steine holen und reparieren noch die Base. Das ist nämlich nicht so schwierig, dann finde ich mal. Hey, da liegt Müll. Lands granted. Ah! Hätte ich verbraucht. Bitte. Sehe ich jetzt gar nicht. Oh, 20 Steine, das sollte eigentlich schon reichen. Soll sich ausgegangen sein. Ja, passt. Sollte gehen. Hey, was ist denn hier? Also. Bisschen kleiner hätte er nur stehen können. So gut, gehen wir zurück, repair mal meine Base, weil ich kriege Carbine Defense, ich weiß nicht, ich habe ja keinen Plan. Das ist wirklich geil. Also ganz ehrlich, das haben sie wirklich gut gemacht, dass man jedes Mal jeden Scheiß anklicken kann.
super ist nämlich, dass man den Scheiß eigentlich nicht in 20 Stunden, das ist morgen um, was ist heute, 10? Morgen um 6, da habe ich keine Zeit. Ah, gefick dich doch, du verdammte Scheiße. Ich bin mal schnell rumklicken, jetzt habe ich die Währung dafür raus. Hätte man wirklich sparen können, den Scheiß. Der muss rennt da im Kreis. Gut. Das war's. Ich denke mal, das Garden Bench. Ah, hier eine haben wir schon, stimmt noch nicht hier. Vor allem erhöht es das Kabinenrating wieder. Lights, endlich! Kann ich das nicht da woher machen? Das sind Indoor Lights. Bitte. Da? Über den Häusl. Was sonst? Plotplant. So. Ihr kennt das. Das sind Duftbäumchen waren jetzt. Cool. Ich habe gerade so eine Idee. Nein, bleib hocken! Verdammte Scheiße, hock dich wieder hin! Darf ich nicht zu lang brauchen? So, jetzt haben wir von den Quests hier hin. Das Craft and Place a Garage Bin. Charge your vehicle once. Was? Ich muss das. Hoppla! Mein Fehler, sorry. Hab ich das jetzt irgendwie kaputt gemacht, ey. Das ist ja geil, wirklich. Ich spreche ja mal alles in die Luft. Ich hab das mit der Garage irgendwo gesehen. Ah, hier. Craft mal eine Garage. So, ein Regenbogen erschienen, toll. So, Quick Claim, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Leck, Arsch, das ist ja groß. Nicht besser. Wie genau soll ich das jetzt so platzieren, ohne dass, wenn ich einen Scheißtrick sehe?
Dann würde ich mal sagen, parken wir mal da, ja. Irgendwas. Place. Und charge das jetzt von allein oder was macht das Ding jetzt? Da war ja was gerade. Charge your vehicle. Check, ah. Da will ich haben. Alter, will ich sowas von haben. Will ich haben. So. Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen. Bis dann und es ist schon ein cooles Spiel, oder? Ja, ich weiß, ich warte es aufs Ciao. Ciao.